In diesem Video geht es um die besten Defense Badges in NBA 2K22. Ich habe jetzt dabei die Guard und die Big Man Badges miteinander vermischt, aber ich werde euch auch bei den jeweiligen Badges sagen, ob die jetzt nur für Guards oder nur für Big Man geeignet sind. Starten wir mit Platz Nummer 10 und das ist Ausboxen. Und Ausboxen ist praktisch das Gegenstück zu Wurm. Und Wurm ist eigentlich eher eine nutzlose Badge, aber es gibt trotzdem Leute, die nutzen die. Und Ausboxen hilft euch eben, dass ihr euren Gegenspieler beim Rebound hinter euch haltet. Also vor allem für Rebounden der Spieler gut, also sprich für Big Man. Auf Platz Nummer 9 ist Abfangjäger und Taschendieb zusammen, habe ich die jetzt mal genommen, weil die haben beide was mit Stealen zu tun und Abfangjäger hilft euch halt, einen Pass eben abzufangen. Also wenn ihr im richtigen Moment timet, macht es halt wahrscheinlicher, dass ihr den Ball nicht nur raustippt oder gar nicht kriegt, sondern eben auch wirklich rausfängt. Und Taschendieb gibt euch halt einen Bonus auf das Stealen am Ball. Machen wir weiter mit dem 8. Platz und das ist wieder eine Badge eher für Big Man und die heißt Ziegelwand. Ziegelwand hilft euch zum einen härtere Blocks zu stellen und zum anderen, wenn der Gegner euch in die Zone drücken will, also vor allem halt Center, und mit der Backdown Punisher Badge hält eben die Ziegelwand Badge dagegen, dass es länger dauert, bis euch der Gegner reindrückt. Also auch ein Boost eben auf die Stärke des Spielers. Also für Big Man einfach mal ausprobieren. Wenn ihr viele Picks stellt, könnt ihr die gerne auf Hall of Fame hochleveln. Sprich jetzt nichts dagegen. Auf Platz Nummer 7 ist Blockausweicher und Blockausweicher ist ganz wichtig, quasi wieder das Gegenstück zur Ziegelwand, wichtig für Guards, wenn eure Gegner viele Picks stellen und das tun sie, vor allem beim 2 gegen 2 oder so kriegt man dann schnell viele Nachteile und es führt zu offenen Würfen, weil ihr eben nicht schnell genug um den Pick vom großen Spieler des Gegners rumkommt, deswegen braucht ihr diese Blockausweicher-Badge. Vor allem, wenn ihr mehr Defense Badges als Guard habt, müsst ihr die hochleveln. Machen wir weiter mit dem 6. Platz und das ist Einschüchterer. Und Einschüchterer hilft quasi jedem Spielertypen, sowohl den Centern in der Zone als auch den Guards an der Dreierlinie eben die Dreier, wenn sie die Würfe, wenn ihr sie ein bisschen contestet, dass es schon unwahrscheinlicher wird für den Gegner, die zu treffen. Auf Platz Nummer 5 ist die Badge Gefahr. Und Gefahr finden manche echt nutzlos, aber ich finde, man merkt richtig, also diese Badge, die soll, wenn ihr als defensiver Spieler den Offensivspieler gut verteidigt, also vor ihm steht, sollen die Offensiv die Attribute des Offensivspielers absinken und das merkt man richtig, wenn man diese Badge benutzt, wie dann manchmal die Animationen oder der Wurf viel schlechter werden vom Dreier, weil das wirkt sich aufs Ballhandling, auf die Plaketten, auf die Würfe aus vom Gegner, also auf jeden Fall eine Badge, die ich mal an eurer Stelle ausprobieren würde. Auf Platz Nummer 4 ist Balljäger und Balljäger muss man einfach haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit Chase-Down-Blocks, also wenn euer Gegenspieler schon an euch vorbei ist, dass ihr ihn dann noch von hinten wegblocken könnt, auf jeden Fall auf Bronze, eigentlich auch für Guards auf Center muss man sie, egal wie viele Defensivplaketten man hat, auf Bronze hochleveln und auf Hall of Fame, also es ist eine gute Bronze-Badge, auf jeden Fall auf Bronze hochleveln. Auf Platz Nummer 3 ist wieder eine Badge, vor allem für Big Man und es ist Korbbeschützer. Korbbeschützer erhöht halt wieder euer Block-Rating, wenn ihr unterm Korb steht. Also vor allem für Big Mans und auch dass die Wahrscheinlichkeit, dass über euch gedankt wird, erniedrigt sich. Also wenn ihr ein Zonenverteidiger vor allem seid, dann braucht ihr diese Badge möglichst hochgelevelt als Big Man. Auf Platz Nummer 2 ist Reboundjäger. Und Rebounds sind sehr wichtig, vor allem in Rack Pro-Am und so. Also da, wo 5 gegen 5 Spiele sind, bei Park 2 gegen 2 braucht man es eher weniger. Das sind Rebounds nicht so wichtig. Aber sonst bringen die euch eben auch die guten Mitspielernoten als Big Man. Also auf jeden Fall in Kombination mit Ausboxen nutzen. Immer ganz hoch leveln.
Und als Guard vielleicht auf Bronze würde ausreichen. Und zu guter Letzt eine Badge, die es auch schon seit Jahren gibt und die man einfach nutzen muss. Vor allem Guards, auch Big Men können sie so auf Bronze oder so nutzen. Aber für Guards ist eben wichtig, Klette zu nutzen, weil die hilft euch halt an der Dreierlinie am Gegner zu kleben und in Kombination mit Blockausweicher dann auch noch den Blocks auszuweichen, und es macht es dem Offensivspieler viel schwerer, sich frei zu dribbeln. Also auf jeden Fall eine Must-Have-Badge, wenn ihr genug Badges, also wenn ihr mehr als 6 Defense-Badges habt, müsst ihr sie ausmaxen, sonst auf jeden Fall auf Bronze oder Silber, also muss man benutzen. Links oben siehst du jetzt ein Video, in dem ich dir erkläre, wie man besser in der Defense wird, und bis zum nächsten Mal.